Ciao Leute, ciao Freunde Runge. Warum willst du handeln? Das ist eine wichtige Frage. Und diese Frage sollte sich jeder stellen. Ich vermute, dass du hier bist, weil du an Trading interessiert bist. Sonst wärst du nicht hier auf diesem Kanal. Und es ist aber wichtig, nicht die richtigen Setups zu entdecken, die richtigen Stoppwerte und die richtigen Indikatoren. Aber es ist wichtig zu verstehen, warum du eigentlich handeln willst. Woher kommt dein Interesse fürs Trading? Diese Frage ist eigentlich sehr wichtig. Ich selbst habe einige Schwierigkeiten zu antworten. Ich selbst für mich natürlich. Und ich bin schon länger beschäftigt mit Trading. Es ist so, ich muss zurückgehen zum Anfang. Warum wollte ich handeln, wenn ich noch jung war? Am Anfang, es ging wohl um Geld. Ich war auf der Suche von einer Geldquelle. Ich brauchte Geld zum Leben, das ist klar. Ich hatte eine Arbeit, ich hatte ein Geschäft, aber ich war auf der Suche von etwas anderes. Nicht Großgeld, ich wollte nicht reich werden, ich wollte nur die Möglichkeit haben, unabhängig vom System zu leben. System war in dem Fall die große Firma, böse Boss und so weiter. Eine Firma, wo die Leute als Zahlen gedenkt waren. Also die Leute waren einfach nur Zahlen in der Firma. Es war nicht Herr Fritz, sondern Nummer 1, 2, 3 oder so. Es gibt 16 Leute dort, die müssen 13 werden, weil Umsatz ist 20% niedriger geworden, bla bla bla. Alle diese Sachen, die waren für mich ein bisschen extrem. Und also, warum Trading? Ich habe anders gesucht. Ich hatte auch andere Möglichkeiten untersucht als Entrepreneur. Also ich habe versucht, Geschäfte zu bauen, wo ich Geld verdienen könnte, unabhängig vom System nochmal. Alle Ideen, die ich hatte, waren ein bisschen naiv, würde ich sagen. Also ich hatte wirklich keine echte Ahnung, wie das Ganze funktionieren könnte. Ich hatte keine Schwierigkeiten, also ich war nicht hungrig um Geld, ich war einfach nur hungrig auf Ideen. Und die Ideen waren ein bisschen als Schnapsideen, weil ich nicht genau wusste, was man wirklich machen sollte. Ich hatte auch einmal, ich erinnere mich, mit einem Freund gedacht, wir könnten Cremen, Gesichtscremen und so weiter, online verkaufen. Er hatte einen Freund, der diese Creme vorbereitet hatte und die wollte er auch anders verkaufen. Dann könnten wir einen Online-Shop bauen. Das war noch Ende 1990 diese Jahre, wo das E-Business eigentlich angefangen hat. Also das war eine Idee, aber das hat nirgendwo gebracht, weil wir hatten erstmal keine Ahnung, wie man das einfach starten sollte. Und zweitens auch haben wir mehr im Traum gelebt von einer Idee. Nicht, sorry, kein Coronavirus, nur ein bisschen husten, weil ich rede. Hat es ein besseres Gefühl, zu träumen, etwas zu tun, statt etwas wirklich zu tun, zu anfangen. Und wir wollten niemals, dass dieser Traum weggehen könnte. Also, ich fange nicht an, sodass mein Traum bleibt, okay? Wenn ich anfange, könnte die Wahrheit alles löschen, weil plötzlich weiß ich, dass es nicht funktioniert, wie ich gedacht hatte, okay? Das war also ein bisschen mein Fall. Und dann kam Trading. Und Trading war einfacher zu starten. Ich brauchte keine Cremen, ich brauchte keine echte Infrastruktur. Es war ziemlich einfach am Moment. Und es war mit Zahlen, irgendwie mit Mathematik verbunden. Nicht NASA-Sache, aber Mathematik. Also es war eine Sache, wo ich mein Talent nutzen konnte. Und ich hatte auch sogar noch Spaß dabei.
Und da ich dabei Spaß hatte, könnte ich letztendlich anfangen. Und das war so wichtig. Also es war nicht mehr mein Traum, es war Spaß. Ich hatte plötzlich Spaß, etwas zu tun. Und heute bin ich noch da, viermal Training Weltmeister, alles, dort hat es gestartet, bei Spaß. Also, die Frage zurück zum Anfang, warum willst du handeln? Denkst du, dass du Spaß haben könntest beim Trading oder machst du das nur, weil du entweder einen Traum hast, weiß nicht von was, Hawaii, Ferrari, Lamborghini oder einfach Freiheit, was sauberer ist als Traum, würde ich sagen, realistischer. Oder glaubst du, dass du Spaß haben könntest beim Training? Und pass auf, Spaß muss wirklich Spaß sein. Es muss nicht, wie die Amerikaner sagen, Thrill sein. Also es muss nicht übertrieben sein, damit man einfach ein geiles Gefühl hat beim Lottospiel oder sowas. Da muss man aufpassen, das wäre nämlich gefährlich. Es könnte gefährlich werden, wenn man einfach die Adrenalin sucht oder so. Nein, das ist eine andere Kategorie von Spaß und die ist nicht gesund, aus meiner Sicht, das zu starten. Man muss Spaß haben, weil man wirklich das Gefühl hat, dass man das liebt. Also ich übertreibe bitte, aber liebt, dass man wirklich das gerne tut. Dass wenn man in der Früh aufsteht, ist man happy, weil man etwas anfangen, was man einfach ein happy Gefühl bringt. Das ist so wichtig. Warum ist es wichtig? Erstmal habe ich gesagt, damit man starten kann. Damit man nicht mehr ans Traum denkt, sondern an der Realität, weil ich bei dieser Realität Spaß habe. Gut, dann, es ist dann auch wichtig, weil Trading natürlich Probleme bringt. Man hat Verluste, das ist normal, man hat überall Verluste und im Trading hat man sowieso Verluste, sofortige Verluste und mit diesem muss man leben. Okay? Und die Verluste sind manchmal ein schlechter Tag, aber manchmal gibt es auch längere Perioden, wo alles schief läuft. Und bei längeren Perioden, bei Monaten, wo alles wirklich schrecklich aussieht, muss man wirklich lieben, was man tut. Wenn man das nicht liebt, dann hört man auf. Das Spaß gibt es nicht mehr. Also wenn man Geld verliert, hat man keinen Spaß mehr. Aber trotzdem muss irgendwo ein bisschen Spaß bleiben, weil wenn man die Verluste analysiert, wenn man da durchgeht und man versucht zu verstehen, was dahinter steht. Und diese Aktivität muss man wieder gerne tun. Sonst hört man auf, sonst kann das nicht dauern. Und das ist das Problem von den meisten, die nur wegen des Gedanken über Geld das starten. Man muss es irgendwie lieben, man muss das gerne tun. Das ist so wichtig. Also wenn du nur handeln willst, weil du übermorgen dein Lamborghini vor dem Haus von deinem Freund parken willst, damit du eifersüchtig bist, muss ich leider sagen, pass auf, vielleicht ist es nicht die beste Lösung. Vielleicht klappt es, vielleicht hast du Lamborghini, Ferrari und sogar noch größter Yacht in Monte Carlo, aber es ist nicht die richtige Motivation. Die Motivation muss vom Spaß kommen. Man muss es lieben, man muss es gerne tun, man muss wirklich ein gutes Gefühl haben, wenn man die Märkte analysiert. Wenn man die Märkte analysiert, zum Profitieren, das ist klar, das ist unser Ziel in der Tat. Es ist ja klar, dass wenn es unsere Arbeit wird, dann muss man davon verdienen, aber man muss es mit Spaß tun. Die Motivation muss erst vom Spaß kommen. Sonst fängst du vielleicht nicht ab oder wenn du auch anfängst, kann das nicht dauern, weil die Probleme werden irgendwann auftreten und dann, in dem Fall, hört man auf und man nimmt einfach die Verluste und wechselt das. Diese zwei Sachen zu vermeiden, muss man dabei wirklich das lieben. Was in meinem Fall nach über 20 Jahren immer noch wahr ist, ich liebe mein Geschäft, ich liebe meinen Job und ich hoffe, das ist auch für dich so. Wenn du daran interessiert bist, wie ich das mache, also mit automatisiertem Trading, kannst du hier unten meinen Kanal abonnieren erst, aber kannst du auch das Link unten beim Webinar zutreten, das ist frei, da hast du
mehr Infos über mein Ansatz für den Märkten. Das war's und ich begrüße mich jetzt. Wir bleiben in Kontakt für nächste Woche wieder. Ciao von Sonne Italien. Ciao von Andrea Unger. Ciao.